Das ist Super Shredder. Wie Super Shredder? Von der Silhouette her würde ich sagen, dass das Super Shredder ist. Boah, da muss ich nicht auf Kopfhörer. So richtige 80er Spülmusik. Melvin? Melvin? Ja. Nix. Ich hab gerade mal auf Kopfhörer umgestellt, deswegen. Damit deine Mutter nicht denkt, dass du jetzt plötzlich auf alle Geschlechter stehst. Was? Was? Wegen deiner Musik. Einfach nur, weil die Musik lustig ist. An die Steinbauarbeiter erinnere ich mich auch noch. Da ist die letzte VRS-Kadette gewesen. Warum auch immer die hier ist, aber es ist halt so. Hast du gerade Shotgun rausgeholt? Nein. Das sah so aus. Marv! Er tanzt doch nur. Junge, ich muss Party tun. Party favor for every foot. Party dude. Party dude. Just a minute. Party dude. Not so fast. Gibt's Meine Ulti ist aber nicht sehr lang, Alter. Was ist? Meine Ulti ist nicht gerade. Wow. Aber es gibt so eine krassere Ulti für zwei Seraphen, ne? Und die wäre welche? Also ich habe zwei andere Ultis gelernt, eine aus der Luft und eine nach dem Backflip. Und die sind nicht stärker. Die sind halt nur anders. Wir haben Kala freigeschaltet. Die sind böse. Das nächste ist No-Hit ran, ne? Ja. Nein! Ich frag mich, wo Shredder bleibt. Ja, der wird ja wohl jetzt irgendwann kommen. Danach das Gehör. Ich denke mal, zuerst kommt Shredder und dann kommt Crank. Eieieiei. Scheiße, meine Kombo wurde unterbrochen. Ach doch nicht. General Trank. Das ist irgendwie leicht. Ah, ich hab meine Ulti wieder. Der hat bis jetzt noch nichts gemacht. Party.
Hä, das ist ja ein Kackboss. Kann ja nicht jeder stark sein. Oh, das war nur ein Mittelboss. Nur Zwischengegner. Meine Pizza! Danke, Ziama Tor Rochen, für deinen Prime-Sub. Michelangelo, spiel nicht schon wieder an dir selbst rum. Das machst du eh zu häufig. Was ist Laser? Ich würde nur mal gucken, ob ich da auch gegen, also beziehungsweise den angreifen kann. Nein, ich spiele nicht über den Game Pass, ich habe einen Steam Key. Aber andere, nee, stimmt gar nicht, keiner von uns spielt über den Game Pass. Hast du auch über Steam gekauft? Ah nee, stimmt gar nicht. Ja, du spielst über den Game Pass, oder? Nein, ich hab's mir gekauft, weil ich hatte nur den normalen Pass. Und du brauchst halt den Ultimate Pass. Microsoft ist ja nicht blöd. Naja. Ich glaube auch nicht, dass das von einem Microsoft-Entwickler ist. Das ist Shredder. Das ist Super Shredder. Ja, oder Metalhead Shredder. Nö, Chrome Dome Shredder. Oh, er hat alles geblockt. Ist das überhaupt Shredder? Doch, das ist Shredder. Nein, das ist nicht Shredder. LOL. Woher weiß man, welchen er anvisiert? Irgendeiner an den Seiten. Ach, du musst die Leute auf den Schloss. Oder auch nicht? Naja, jetzt kriegt er Schaden. Weil er scheint die meiste Zeit geschützt zu sein. Oh, meine Ellenring-Erfahrung hilft mir hier. Ellenring ist easy im Gegensatz zu Dings. Im Gegensatz zu das hier? Jetzt Dark Souls. Ach. Ich spiel mal Dark Souls durch. Geil, er hat uns alle drei getroffen. Ah. Ja, er hat meine Ulti unterbrochen, Alter. Rett mich! Lass mich sterben. Okay. Ich glaube, wäre auch gut, wenn ich einfach sterbe. Ja, Alter, der prügelt mich tot jedes Mal. Also du siehst ja vorne, wo die Faust kommt. Ja, stimmt. Mach ihn kaputt, lass mich sterben. Du darfst nicht sterben. Oh, Alter, der klopft mich einfach nieder. Über wen sollen wir uns lustig machen, wenn du nicht tot bist?
Here's our choice. Whoa, Mondo combo, dude. Wenn in der Mitte steht, hast du echt nur richtig kurz Zeit. Ja, klopf mal auf, du. Scheiße, das war Karma, Alter. Das war wirklich Karma. Aua. Zeitpunkt der Wiederbelebung verpasst. Junge! Na komm! Komm noch eine Special! Ja, noch einmal. Lass uns sterben. Ja, kann eh kein wiederbeleben. Schaff ich nicht. Nein! Was habt ihr jetzt gemacht? Ich hab irgendwie einen High Five ich gegeben. Ich hab einen High Five gegeben, Donatello. Weil ich zur gleichen Zeit die Ulti Junge! Ja, genau, ich wär bei. Das kann doch nicht sein! Aua! Scheiße, Alter! Wir haben irgendwie beide gleichzeitig dasselbe gedrückt. Ja, Ulti irgendwie. Ja. Brusthund. Boah, Jordan war viel besser als ich die Runde. Gang 4 sauber machen. Ich muss mal eben kurz den Hund füttern, bevor wir die nächste Stage starten. So, und wir müssen einmal zurückreisen, die VHS-Kassetten abgeben. Ja. It's about time. My tapes are priceless. Sind, glaube ich, noch zwei Stages oder drei. Lost Arch Enemies. Oh, wieder rumfliegen. Hä? Musst du den Hund füttern? Hab ich doch. Du bist so dumm, Alter. Was hast du denn gedacht, wie lange das dauert? Ja, ich wollte gerade schnell was zu trinken holen. Ja, dann sag das doch. Danke, Teddy, für ein Prime-Sub. Just a minute. Cool. Oh, Gott sei Dank, die Stage ist nicht durchgehend fliegen. Ich hab das Gefühl, es gibt so 20. Ich hab das Gefühl, es gibt so 15 Level oder 20. Ah, jetzt habe ich den Radikalmodus freigeschaltet. Radikalmodus! Was ist das denn, hä? Das ist mein Spezialkampfmodus. Warum hab ich den nicht? Dafür musst du erst 1500 Punkte freischalten. Junge, ich treff ganze Zeit nichts! Du bist ja auch blöd. Sei nicht so gemein, Marv kann nichts für das heutige Schulsystem. Ew. Was ist das? Ein Pizzamonster! Was ist das für ein Pizzamonster? Ja, es ist ein Pizzamonster. Pizza! Jon holt mich fast auf! Kann nicht sein.
Du kannst aber mit schnell rennen jemanden wegrammen. Ja, kannst dich da rein, kannst reinstoßen in den Feind. Bin ich gerade nochmal 10 oder 11 Jahre alt oder was ist passiert? Tut mir leid, da habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Hä? Lava! Aber ich kann dir sagen, dass dieses Spiel heute rausgekommen ist. Für alle gängigen Konsolen. Und es cool ist. Weil es auch auf allen Konsolen läuft. Wahrscheinlich auch auf Nintendo DS. Wenn man wollte. 100%, ich würde es auch auf Nintendo DS laufen. 41. Das ist ein gutes Alter. Naja. Ruhe, Jungspund. Dynamite Strike. Action and Reaction. Mensch, Jäger, Butter wäre schon alt. Butter ist jünger als ich, du Pimmel. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beleidigen. Es tut mir leid. Macht's auch gut, auf egal. Mach doch, ist mir egal. Ach Marv, wie willst du so meinen Respekt verdienen? So eine Lüge. Wir haben schon wieder irgendwas Hässliches gerettet. Ich weiß nicht, wo man die an sich angucken kann. Sehr gespannt. Marv steht auf Beleidigungen. Oh, ich glaube, ich brauche Pizza. Hier ist ein Pizzastück. Nein! Jordi! Ja, Jordi, mach das nicht. Es geht um die Dinger unterm Boden. Ich rette dich schon. Alter. Und jetzt ist Familienpizza. Richtig, das für alle. Oh nein, das da ist hässlicher Donatello. Ah, Bruder! Das ist unser Bruder! Der bei der Geburt getrennt wurde! Nein, den hat man einfach gekreuzt mit irgendwas Ekligem. Hallo, Philly. Oh, holy shit, ey. Das ist der fünfte Ninja-Turtle. Der wurde bestimmt aus unserer DNA hergestellt. Oh no! Wäre ich doch ein richtiger Turtle! Turtle Power! Katapult Michelangelo! Da ist Shredder! Schön, dass du jedes Mal sagst, wenn Shredder im Bild ist.
Da oben sind die anderen, die wir alle gerettet haben. Ja, ja, finde die Kristalle. Dann haben wir aber nur zwei. Ich glaube, das Power-Level schaltet auch immer nur für den einen Charakter frei. Da war Crank! Der richtige Crank! Hört das Gehirn? Ja. Also musst du theoretisch mit jedem Helden einmal komplett durchspielen, damit du alle Power-Level freischaltest. Ich finde das... geht das eigentlich? Wenn man mit jedem Helden das so machen muss, dann geht das eigentlich. Ja, aber wer spielt denn wirklich mit einem Helden einmal durch? Ja? Jordi? Ja, wird das machen. Also so riesig sind ja nicht die Unterschiede. Ja, es gibt bestimmt Leute, die machen das. Aua, Jon, danke. Ja, du musst aufpassen, wo du hinläufst. Ja, Marv hat Schaden bekommen. Das macht dich an. Dort ist vor mir. Scheiße, Dreck. Junge, das ist... Wir sind... Brüder, Alter. Was hast du denn immer mit deinem... Er kommt halt aus einer Leistungsgesellschaft. Ja, aber er hat ja noch keine Leistung gebracht im Leben. Ja, deshalb ist ihm das ja auch wichtig, hier Leistung zu bringen. Wir brauchen einen E-Sportler. Ja, das denken die meisten 18-Jährigen, die gerade aus der Schule kommen. Ach, wieder mal 18, wer? Oh. Eigentlich bin ich 38, mein Spaß. 38, ja, habe ich mich auch immer so gedacht, dass du das bist. Am Anfang hast du noch gedacht, über den Escort hier kann man junge Dinger klar machen. Ich bin eigentlich, eigentlich bin ich so alt wie Pascal, ja, hört man doch richtig, ich bin so alt wie Pascal. Also 19. Ah, du bist richtig jung, du bist 19, Pascal, ja. Ach, jetzt habe ich verstanden, wie ich das mit der Klinge mache. Hä, was ist das denn für ein geiler Move? Das ist ein ganz normaler Move. Du gemacht, also er ist schon wieder abgehauen. Ja, wird er auch. April kämpft mit Mikrofon. Mikrofon. Kämpft weil gefragt Hammer? Wurde, wie April kämpft, wenn du die als Charakter nimmst. Er kämpft doch mit Hammer. April mit was? Hammer? Ja, genau. Ja? Mikrofon, keine Ahnung, Alter. Mit Mikrofon? Ich dachte, die wird mit. Die kämpft mit einem Mikrofon. Mit einem Hammer. Oh, ich hab nichts nicht geschafft. Oder ihre Worte sind ihre Stärke. Ja. Nur weil sie Reporterin ist? Ja. Sie kämpft mit der Feder. Aber gut, dass mein Hund das Spiel nicht versteht. Die Pizzamonster würden ihn ja total wild machen. Essen. Den Maskentyp schaltet man wohl erst frei. Der ist nicht von Anfang an da. Also Mike oder wie der hieß. Marv, du musst mich Jason, glaube ich.
der Ich muss euch helfen, Turtles. Nein, du bist ein Mensch, du wirst sterben dabei. Egal. Just a minute. Party, dude. Wie du immer aussiehst, wenn du das machst, Alter. Du hast diese riesen Augen, guckst in die Ecke, Alter. Und nach der... Ja, ich bin halt Gameboy, lass mich. Der macht Tetris 100.000er Level. Ja. Er macht den besten, wenn er tanzt. Ja! Oh nein, Mac! Oh, dann ist ja doch Splinter als letztes. Splinter? Nicht Splinter, sondern Shredder. Wenn ja, wir jetzt Crank bekämpfen. Ach mein Gott, Splinter ist ja dieses ekelige Gehirn! Töte das riesige Gehirn! Oh. Aber wir müssen die Beine erst angreifen, oder? Hat nicht Craig eigentlich Splinter und Dings Shredder erschaffen? Shredder ist ein Mensch. Ja, ja. Ja, und wir sind durch ein. Splinter eigentlich auch. Hä? Splinter war doch eigentlich auch ein Mensch. Der wurde nur eine Ratte verwandelt. Nein, der war eine Ratte, Alter. Richtig, die Turtles waren auch normale Schildkröten. Ja. Splinter hat einfach, Splinter in dem Dojo gelebt und deshalb ist das halt ein Sensei gewesen. Ja, und die und der hat irgendwelchen Kram gelesen. Und das hat er, und der war zuerst mutiert. Und die Schildkröten hat er später gefunden und hat er die wie Kinder aufgezogen. Das weiß ich. Beine kriegen übrigens gar keinen Schaden, wenn die getrennt sind von... Oh! Die Turtles wurden auch italienischen Künstler benannt, weil es einfach cool war. Oh yeah. I have a surprise for you. I will show you how a true ninja fights. The world is mine. Oh, nice to meet you. Now I'm here to beat you with full force. Pizza, pizza, Junge. Tötet ihn, Bruder, tötet ihn. Oh, falsche Taste. Gib mir die Pizza. Villains and more.
Oh, jetzt hat's mich auch erwischt. Ach, Shredder kann ja auch nichts. Der Shredder war irgendwie auch leicht. Boah, Yordle war der Beste. Ja, weil er zwischendurch den Power-Move hatte. Und 20.000 Handlanger getötet hat. Also doch 20 Level. Nein, nicht 20. Ich denke mal, das geht jetzt noch ein bisschen weiter, oder? Ja, geht auch noch. Weil Crank hat doch gesagt, der hat noch eine Spezialüberraschung für uns. Weil er wird die Freiheitsstatue, und wir müssen dann die Freiheitsstatue bekämpfen. Und dabei warst du gerade erst in den USA. Hättest ja machen können. Ja, aber da war ich an der falschen Ecke der USA. You got all the shards way out. Nice. Dimension X. Und jetzt? Spiel vorbei, warten Sie auf DLC. Episode 16. Nee, das hier muss das die nächste sein. Sicher? Zorn ja. Der Lady. Für ein weiteres Level warten Sie auf DLC. Hä? Warum bist du raus? Wähl deinen Charakter einfach wieder aus. Wer Charakter wieder? Wer war ich denn? Donatello, Don. Was? Ja, Don. Ja. Hang on, Lady Liberty, we'll save you! Hm? Och, komm! Hey, der klebt an mir! Irgendwie ist die Freiheitsstatue ein bisschen klein vom Größenverhältnis zu uns. Ihr wisst ja auch oben eine Anhebung. Ja, trotzdem. Gib die falsche Taste die ganze Zeit. Ciao. Ups. Schon da. Ja. Jungs, Hilfe! Ich hol Marv wieder, er holt dich wieder! Ich hol dich wieder. Marv bleibt tot. Ah ne, jetzt ist Zeit. Nein, Alter! Ihr Schweine, jetzt lasst mich nicht liegen! Oh, das kann knapp werden. Ja, lass mich liegen, ich will das jetzt. Danke, Bro, Bro. Lass mich nicht liegen! Doch, du bist schon tot. Wie einfach. Tschüss, Michelangelo. Los, geht weiter. Super Shredder. Ja.
Jetzt! Anabolika Shredder! Oh, ich bin schon wieder tot. Du bist doch von oben tot. Jetzt bin ich tot und hab dich wiederbelebt. Boah, Alter, du. Oh mein Gott, wir sollen weiterlaufen. Sollte einfach wir sollen sterben. Weiterlaufen. Wir müssen weiterlaufen. Ich glaube, wir sollen ihn nicht töten. Ich glaube auch nicht. Ja, ich glaube, es funktioniert. So funktioniert es nicht. Wir müssen. Da steht der GAU! Ja, aber du bist tot. Wir können ein bisschen auf dich warten. Bis du wieder tot bist. Erlebst. Nee, hier ist kein GAU zu der Seite. Jetzt erst außer Atem. Hä? Du musst. Wenn er nur außer Atem ist, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Hol mich wieder, du dummer Hund! Marv, du bist so ein Hund, Alter! Party Dude! Nein! Alter, ich lauf über die Flammen rein! Ja, man kann ihn nicht angreifen, sorry. Ja, nur wenn der... Nachdem der sich einmal entladen hat. Das dauert Ewigkeiten, der Boss. Das wird ewig dauern, ey. Aber das ist mal ein richtiger Bosskampf wenigstens, der anstrengend ist. Aber warum der ganze Zeit Go steht, verstehe ich immer. Ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler. Das ist ein Bug bei dir. Ich stehe nicht bei dir Go? Nein. Bei mir steht auch Go. Wahrscheinlich, weil ihr mich oben zurückgelassen habt, die Schweine. Weil du tot warst. Verdammt. Einmal alle sterben. Jolli, greif ihn an, scheiß drauf! Nein, ich hol dich wieder. Ja, du darfst nicht herumstehen. Junge! Warum packt er mich denn? Gibt noch zwei andere Idioten hier. Okay, ich glaube, wir haben unseren Meister gefunden. Wir haben noch zwei Leben. Müssen wir reichen. Oh, der wird immer schneller! Also ausweichen kannst du ja scheiße anscheinend. Doch, kannst du. Ich weiche der Scheiße doch auch die ganze Zeit aus. Er muss ja rüberspringen, meine ich. Also richtig. Nicht daran vorbeilaufen. Die werfen irgendwie. Du musst kaputt Alter. Machen. Der heilt bestimmt gegen wieder oder sowas. Nein, der heilt nicht. Wir müssen alle vier gleichzeitig kaputt machen. Aber wir sind nur zu dritt. Das ist nicht gleichzeitig, sondern relativ nah beieinander. Boah. Verdammt. Holy shit, Alter, da. Uiuiui. Jetzt krieg ich für den Rest seines Lebens Pickel auf den Arsch, ey. Was, hä? Ja, weil der Anabolika genommen hat. Das Level würde Butter nur einmal spielen und dann nie wieder. Das, der hat schon ausgemacht. Nachdem er es analysiert hat. Nachdem er rumgeschrien hat, hat Gander nicht sein auf Sächsisch und dann hat er geschrien, ey. Ja, Alter! Ist doch.
Gewonnen! Jindu Jun! Way to go! Überlegt die ganze Zeit, welcher Held immer auf dem Pokestab rumgehüpft ist. Keiner? Doch, es gab jemanden, da konntest du mit dem Pogo-Stab Gegner töten. Donatello gewann die Pazifisten-Auszeichnung, geil. New York kann wieder in Ruhe schlafen, denn Lady Liberty erstrahlt wieder im alten Glanz, nachdem die Turtles sie verprügelt haben. Ich, Vin und Vennick, kann sagen, dass ich keine Angst hatte. Beschützer unserer Stadt, den Shredder besiegt haben, die grünen Wächter des Guten, die... Schenkelkrieger höchstpersönlich, die Punkfrösche. Ah, stimmt. Hä? Ach, komm schon. Stimmt, Onkel Dagobert hat früher mit dem Pogo-Stop-Gegner getötet. Onkel Dagobert? Die Pläne des Food-Clans wurden vereitelt. Was wird Leonardo als nächstes tun? Bestimmt trainieren. Ein Ninja ist immer bereit. Nee, ich mach Party. Da Crank weg ist, mach ich Party. Guck, Sushi! Heute machen wir Party. Freunde, Familie, Pizza für immer. Ich hab irgendwelche Maschinen entwickelt. Ja, du hast dann dein Ende mit Donatello. Zweieinhalb Stunden Durchlauf. Die Musik ist aber cool. Ja. Power! Nee, ich hab eine Partymusik, so Party Dude. Ich auch. Ja, hat Spaß gemacht. Wirklich war halt mal was anderes. War ein bisschen teuer für 22,50 €, aber... Kannst du ja zurückgeben. Kannst ja mehrfach durchspielen. Kawabanga, danke fürs Spielen. Ich glaube, man kann es zurückgeben. Ah, jetzt hast du Casey Jones freigeschaltet beim einmaligen Durchspielen. Ja, du hast Casey Jones freigeschaltet. Junge, der sah aber damals nicht so breit aus mit so viel, extrem viel Muskeln und der sowas. Der hat auch nicht so viel Muskeln. Sieht aus, als wäre es der Hulk höchstpersönlich. Für Spieler, die nach einer größeren Herausforderung suchen, eine begrenzte Anzahl Leben, Wiederholungen, kein gespeichert. Achso, der Arcade-Modus ist der wirkliche Modus, wie es eigentlich früher war. Also richtig schwierig. Ja, Story-Modus ist halt, dass du jedes Mal wieder neue Leben kriegst. Du Scheiße. Beim Arcade-Modus, wenn du da die Leben einmal verbraucht hast, ist vorbei. Deshalb, du kannst hier drin noch mehr Zeit verbringen. Es sind ja nicht nur die 2,5 Stunden, um einmal die Story durchzuspielen. So hat man ja Beat'em-Ups damals nicht gespielt. Ja, aber schön, dass ihr mitgemacht habt. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. An der Stelle Tschüss nach YouTube. Wir haben es einmal komplett durchgespielt. Eigentlich wollte ich es nur anspielen, aber es hat ja gereicht, um die Story einmal durchzuspielen. Ich fand es auch sehr amüsant.